Da, wo ich jetzt stehe, ist es vor einem halben Jahr noch grau gewesen, also es hat Asphalt da. Und jetzt ist es mega grün und das dank einer Entsiegelung. Was Entsiegelung genau ist, das erfährst du in deinen SRF Kindernews. Herzlich willkommen zu deinen SRF Kindernews. Der Herbst zieht übers Land und so machen sich auch Tiere und Pflanzen bereit für den Winter. Ich habe dir dazu gerade schon mal eine Quizfrage. Was kannst du jetzt im Herbst tun, dass Insekten besser überwintern können? A. Einen Asthaufen machen oder B. Eine Wolldecke über die Gartenmöbel legen? Die Antwort findest du im Verlauf dieser Sendung heraus. Wir Menschen nehmen immer mehr Platz von der Natur ein. Das, weil wir immer mehr Häuser und auch Strassen bauen. Je weniger Naturfläche, desto weniger Biodiversität. Das heisst, es gibt immer weniger verschiedene Tiere und Pflanzen. Es gibt eine Möglichkeit, um wieder mehr Natur zu schaffen. Dem sagst du Entsiegelung. Wusstest du schon? Der Boden, auf dem wir jeden Tag herumlaufen, ist super wichtig für uns Menschen und unsere Natur. Erstens, als Lebensraum. Im Boden leben unzählige kleine und winzige Lebewesen. Zum Beispiel Regenwürmer, Algen und Bakterien. Sie sorgen dafür, dass der Boden fruchtbar bleibt und darauf Pflanzen wachsen können. Die Pflanzen wiederum sind Lebensraum und Nahrung für andere Tiere. Und auch für uns Menschen. Zweitens. Als Wasserspeicher und Wasserfilter. Natürlicher Boden kann sehr gut Wasser speichern und dann nach und nach wieder abgeben. Zum Beispiel an die Pflanzen. Außerdem filtert er Schadstoffe aus dem Wasser, bevor es zu Grundwasser wird, welches wir nachher auch trinken. Drittens ist der Boden eine Art Klimaanlage. Wenn es im Sommer heiß ist, verdunstet nämlich das in den Pflanzen und im Boden gespeicherte Wasser. Dadurch wird es kühler. All das klappt aber nur, wenn der Boden nicht versiegelt ist. Versiegelt, das sind zugebaute Flächen wie Straßen und Gebäude. Aber auch Parkplätze, Pausenplätze oder Sportanlagen. In der Schweiz nimmt die Versiegelung immer mehr zu. Schon ungefähr 5% der gesamten Fläche unseres Landes sind versiegelt. Wo der Boden versiegelt ist, finden Tiere keinen Lebensraum. Regenwasser kann nicht versickern und es gibt häufiger Überschwemmungen. Schadstoffe werden nicht rausgefiltert und können viel leichter ins Grundwasser gelangen. Und ohne Boden und Pflanzen fehlt die kühlende Verdunstung. Deshalb wird es im Sommer oft richtig heiß in der Stadt. Es gibt also gute Gründe, nicht mehr Fläche als nötig zu versiegeln. Zusätzlich können bereits versiegelte Flächen auch wieder entsiegelt werden. Zum Beispiel Straßenränder oder ungenutzte Betonflächen. Und selbst dort, wo es festen Untergrund braucht, gibt es manchmal gute Alternativen. Zum Beispiel Parkplätze mit Gittersteinen, zwischen denen Pflanzen wachsen können. Nach der Entsiegelung dauert es meist lange, bis sich der Boden erholt hat. Man kann ihm aber helfen, indem man ihn auflockert, mit frischer, gesunder Erde mischt und bepflanzt. Ein Stückchen Natur der Stadt zurückgeben, für das setzen sich auch 5 Freundinnen in ihrem eigenen Quartier ein. Ich bin sie hier dabei, das Zürich begleiten. Die 5 Mädchen kreideln miteinander. Das aber nicht nur zum Spass, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Wir sammeln Unterschriften und wir bemalen den Boden halt, dass er etwas schöner aussieht. Sie kämpfen für mehr Natur in der Stadt. Und die erste Unterschrift kommt schon gleich, und zwar von einer Frau, die gerade vorbeigelaufen ist. Das gibt ihnen ein bisschen Mut, weil die Kinder machen sich Sorgen. Wenn ich gross bin, dann will ich irgendwie auch ein schönes Leben haben, auch mit vielen Bäumen und so. Claudia hat dann neben mir eine braune Kreide ausgewählt. Ich sehe, das ist ein Igel, oder? Ja.
Wieso bist du genau ein Igel am Malen? Weil Igel auch in der Stadt Zürich wohnen und sie jetzt immer seinen Lebensraum kleiner wird, weil wir mehr Asphalt machen und so. Und sie auch Lebewesen sind und wir ihnen auch Platz lassen müssen. Kinder kreideln direkt zwischen Strassenrändern. Nicht mega gemütlich eigentlich, aber die Wahl vom Ort hat einen Grund. Weil es da halt ein Haus gebaut worden ist und es hat einen Baum vor dem Haus. Und wir wollen halt dem Hausbesitzer sagen, dass halt es mehr Bäume pflanzen da und darum malen wir da Sachen, malen, die er da machen könnte. Die fünf Mädchen haben richtig Gas gegeben beim Kreideln und haben auch ein paar Unterschriften dürfen abholen von Leuten, die ihre Kunstwerke bestaunet haben. Kind will mir noch einen Ort zeigen, wo die Natur zurückgeholt worden ist. Der Platz ist sogar mitten in der Stadt Zürich. Vor einem halben Jahr war hier noch alles voller Asphalt. Heute ist es ein Zuhause für Natur und Tier. Mir gefällt besonders die Holzstämme. Die sind mega lustig und so. Und Sägemehle. Jetzt nimmt mir natürlich Wunder von euch. Wie geht es weiter mit eurem Projekt? Wir sammeln noch wieder Unterschriften sammeln und wir hoffen, dass wir ungefähr 100 Und wenn ihr denn die 100 Unterschriften habt, was macht ihr denn mit denen? Wir gehen sie in den Briefkasten vom Architekt tun. Und dann hoffen wir, dass es dort im Quartier mehr Grün gibt. Ja. Dann danke ich euch viel mal, dass wir euch begleiten an diesem verregneten Samstag. Und ich finde, ihr dürft euch jetzt einen Applaus selber geben. Ich bin ja gespannt, ob bald wieder Insekten und auch Tiere im Quartier der fünf Freundinnen umeinander krabbeln. Insekten zurückholen, genauer gesagt Käfer, das möchte auch ein Projekt im Tierpark zu Bern. Der Kinderreporter Nils ist das für dich abchecken. Hirschkäfer verbringen die meiste Zeit von ihrem Leben unter der Erde. Als Tageslicht kommen sie nur, wenn sie Hunger haben und zum sich paaren. Und genau das soll wieder mehr passieren. Wieso ist die Biodiversität der Käfer so wichtig für unsere Umwelt? Weil Käfer ein Teil sind von unserer Umwelt. Sie gehören in die Nahrungskette. Sie werden gefressen von Tieren und fressen selber wieder Tiere. Und so haben wir ein ganzes Netz, so ein Futternetz, ein Nahrungsnetz. Und dort hat jeder Käfer und jedes Insekt, jedes Tier seinen Platz. Und wenn es plötzlich fehlt, kann es plötzlich ein Loch geben. Und dann geht unter Umständen die ganze Nahrungskette zusammen. Und darum ist es eigentlich so wichtig, dass wir Sorge haben zu den Insekten. Und die Käfer ist ein Teil der Insekten, also müssen wir auch Sorge haben zu den Käfern. Mit einem Käfertreff, einer Art Landschaft, die speziell auf Käfer abgestimmt ist, will der Tierpark Bern die heimischen Holzkäfer wieder auf Bern holen. Der Käfertreff ist eigentlich der Ort, wo wir parat machen, für dass wir Käfer wieder ansiedeln können. Weil Käfer wieder ansiedeln braucht natürlich einen Lebensraum. Und diesen Lebensraum haben die Käfer, die wir wollen. Die holzfressenden Käfer im Moment nicht so. Das, was wir hier machen, ist eigentlich nichts anderes als das Holz so parat machen, dass die zwei Käferarten, der Hirschkäfer und der Nashornkäfer, hier wieder dürfen, heimisch werden. Was können wir als Jugend quasi dafür tun, dass Käfer wieder mehr zu uns kommen und irgendwie Biodiversität wieder vielfältiger ist? Ich glaube, vor allem begeistert sie ab den Käfer. Ich glaube, das ist mal ganz, ganz wichtig. Weil man begeistert ist, dann macht man auch etwas. Und wenn man nachher begeistert ist, dann kann man zum Beispiel an Mami und an Papi sagen, wenn ihr einen Garten habt, beispielsweise, ihr habt Bäume und habt das zusammen gelesen, dass man die nicht irgendwie verhäckselt, sondern dass man die zum Beispiel auf einen Haufen tut. Um die Wiederansiedlung zu beschleunigen, züchtet das Team von der Cornelia auch Käfer. Zum Beispiel die Larve von einem Hirschkäfer. Den hat man früher in der Schweiz viel öfter gesehen als heute. Vielleicht muss man den Käfer einfach auch mehr Platz geben. Vielleicht muss man den Käfer viel mehr in die Schule bringen. Und nicht nur immer vom Schmetterling erzählen, sondern vielleicht auch vom Käfer erzählen. Und ich glaube, da würde man dem Käfer schon ganz, ganz, ganz viel helfen. Sich für Käfer begeistern lohnt sich. Weil Käfer machen zum Teil auch recht lustige Sachen. Jetzt sieht man wieder sehr schön, wie sie eben Rücken voraus sind, auf dem Rücken nach. Und weg. Und hast du es mitbekommen, wie den Käfer und allgemein den Insekten im Herbst einen Gefallen machen kannst? Die richtige Antwort ist A. Den Insekten hilft es, wenn du aus Ästen und Blättern in deinem Garten zum Beispiel einen Haufen machst.
Zum Schluss von dieser Sendung geht es noch auf die Tanzfläche. Die Anti-Mobbing-Aktion «Say Hi» geht in die nächste Runde. Dieses Jahr tanzt Luca Henni für die Freundschaft und gegen Mobbing. Auch du kannst dich stark machen und mittanzen. Schick uns dein Video ein auf srfkids.ch. Ob du jetzt einen Asthaufen gehst, bauen oder den Tanz gehst, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.